Retro Gaming. It's come a long time. Yeah, talk about weird. Amiga. It's come a long time. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac und heute zeige ich euch ein Shoot'em'up Construction Kit Game namens 1945. Also da hat jemand versucht auf den 1942er Zug aufzuspringen und für ein Shoot'em'up Construction Kit Game finde ich das aber gar nicht so schlecht und ich dachte mir, zeig's mal kurz. Und das mache ich hiermit auch. One Player einmal drücken, da sind wir. Das Schöne hier ist, hier gibt's Autofeuer. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Ich habe vorhin eine Version irgendwie gehabt, die kein Autofeuer hatte. Und das ist dann schon mühsam. Allerdings habe ich noch nicht entdeckt, ob es hier irgendwelche Extrawaffen gibt. Ja, und ich finde, man kann also auch Zeug-Games machen, die nicht so schlecht sind. Das ist durchaus zockbar. Mucke gibt es hier keine. Soundgeräusche. Aber es ist auf jeden Fall spielbar. Und für so ein kleines Ründchen zwischendurch kann man das mal zocken, finde ich. Mal sehen, wie weit ich denn hier so komme. Ja, nicht weit. Oder? Bis jetzt habe ich noch keine Extrawaffen ergattert. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt welche gibt. Es gibt ja auch keine Smartbomb, die man... Nee, gibt's nicht. Die man mit Space irgendwie hätte aktivieren können. So wie bei 1942, da macht man ja so eine Rolle. Den kriegt man irgendwie nicht. Ich habe es mal versucht, aber nee. End of Level. End of Level 1. Das ist wahrscheinlich mein letztes Leben. Ja. Ja, es ist Level geschafft. Immerhin. So. Jetzt kommen da schon Wolken, die einen etwas stören. Die sind Gott sei Dank nicht aus Beton. Also, man muss sie nicht abschießen. Ja, super. Das war ja nicht weit. Weil das nicht weit war, mache ich noch einen Versuch. Also, es ist nicht schlecht. Ich habe schon Schlechteres gespielt. Das ist also kein Game, wo ich sagen würde, boah, zock das mal besser nicht. Das kann man durchaus mal, genau, versuchen. Es macht sogar Spaß. Ja. Mir zumindest. Wer will, kann jetzt die Melodie aus 1942 dann zutrellern. Das ist natürlich legendär, 1942. Aber weil das ja wahrscheinlich auch schon 1000 Leute gezeigt haben, weil es so gut ist, dachte ich mir, zeige ich hier mal eine Version, die vielleicht nicht so geläufig ist, wo man das Thema aber schön aufgegriffen hat eigentlich. Ja, warum versuche ich das denn? Es geht doch sowieso nicht. Ja, ich hätte da vorher auch dieses dumme Kackboot rechts noch erledigen sollen. So. Ja, nee, da unten hast du sowieso keine Chance, den roten zu kriegen. Wahrscheinlich ist genau da die mega super Extrawaffe drin versteckt. Und nur wenn man das schafft, dann kriegt man die. Mal sehen, ob ich jetzt hier mal 5 Meter weiterkomme. Jetzt sollte ich mich nicht zu todesmutig irgendwo reinstürzen. Ich komme ja mit Ausweichen weiter.
Pazifistenmodus. Na? Oh, verdammt. Okay, funzt nicht. Müssen die Waffen sprechen. Jo. Okay, so weit bin ich noch nie gekommen. Ja, ist aber ganz schön. Feuerhammer. Das war's wahrscheinlich, oder? Oh, ich hab noch einen. Hab dich. Tja. Boah, jetzt wollen sie es wissen, ey. Da kommst du doch nicht heile durch. Versuchen wir es gar nicht erst, sich davor zu stürzen und irgendwas zu erwischen. Ja. Eben. Es macht mir sogar Spaß. Nicht zu viel riskieren in dem Moment. Ja, sprach's und frisst die Kugel. Game over. Okay. Ich glaube, als kurze Demonstration, was mit dem Shoot 'em Up Construction Kit noch so möglich ist, ist das jetzt gar nicht so schlecht. 1945 Remix 97 präsentiert von Tomaniac. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich wie immer freuen über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Und ansonsten schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zockt mal wieder mit Tomaniac. Bye, bye.